Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix. Heutiges Videothema ist Accru Capital, ein Projekt, über das ich bereits schon vor mehreren Monaten hier auf dem Kanal gesprochen habe. Damals noch in der initialen Phase vor dem Seed Sale, also quasi Ground Floor. Das war dieses Video. Ich werde jetzt oben rechts einblenden, das kann man sich nochmal anschauen. Heute in diesem Video wird es ein Update geben, wie sich das Projekt seitdem entwickelt hat, wie man attraktive Preise gewinnen kann und natürlich auch, wie man Whitelist Spot für den Public Sale bekommt, denn ich habe einige Whitelist Spots zu vergeben. Dazu mehr dann am Ende dieses Videos. Erstmal nochmal grundsätzlich erklärt, was macht Accru Capital oder was ist ihre Vision? Sie wollen DeFi 3.0 vereinfachen, wie sie das hier auf ihrer Homepage schreiben. Grundsätzlich wird Accru ein Projekt, das in Echtweltprojekte, die sich in der Blockchain-Welt bewegen, konzentriert, heißt dahingehend ein Portfolio aufbaut. Und dieses Portfolio bzw. diese Projekte im Portfolio werden sich überwiegend auf kleineren Netzwerken befinden. Also wir reden nicht von Ethereum, der Binance Smart Chain oder beispielsweise Polygon, sondern wir reden von vielen kleineren Chains, die unter dem Radar von vielen Nutzern laufen, wie beispielsweise vielleicht auch gerade noch das Base-Netzwerk oder beispielsweise auch sämtliche ZK-Rollup-Lösungen, über die ich jetzt auch schon mehrfach auf meinem Kanal gesprochen habe. Und dadurch, dass man den Token von Accru Capital hält, den sogenannten Accru-Token, beteiligt man sich sozusagen an dem Portfolio und hat auch den Bonus eines ganz besonderen Events, sollten bestimmte Meilensteine mit diesem Portfolio erreicht werden, das sogenannte Kaskaden-Event, in dem, wenn ein Meilenstein erreicht wird, Ethereum an alle Tokenhalter geairdroppt wird und man somit zusätzliche Rendite ausgeschüttet bekommt. Ansonsten hat man natürlich die Möglichkeit, seiner Accru-Token zu staken. Das wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 launchen. Und ansonsten, wenn wir uns ganz kurz auf die Roadmap begeben, dann sehen wir, dass der Cross-Chain-Token-Launch, also auf mehreren Netzwerken ungefähr auch nächstes Jahr stattfinden wird. Sie launchen ja auf Arbitrum, werden ihre initiale Liquidität dementsprechend auch mit Ethereum gepaart haben und der Launch wird auf SushiSwap stattfinden. Und dann Q2, Q3 im nächsten Jahr ist ein Sex-Listing geplant. Zusätzlich, was in meinem letzten Video noch nicht bekannt war, einer der Founder dahinter, Dan Passive Income, hält aktuell sehr, sehr viele AMAs, sowohl auf Telegram als auch auf verschiedenen Discord-Channels und auf Twitter. Das ist einer der gedoxten Team-Member. Es gibt noch einen weiteren. Sie haben zudem, was im letzten Video auch noch nicht bekannt war, jetzt ein KYC durchgeführt mit Contract Wolf, als auch ihre Smart Contracts wurden geauditet mit einem 98% Safety Score, was man als Investor bzw. potenzieller Investor natürlich immer sehr gerne sieht. Dann hier an dieser Stelle natürlich auch nochmal, wie wird die Treasury ungefähr aufgeteilt sein, also in was werden sie voraussichtlich investieren. 45% ihrer Assets werden in Staking Pools mit Compounding gehen, weitere 45% in Wachstumsprojekte, sie nennen das Ganze hier High Potential Projects, dann 5-10% werden geloopt. Das bedeutet, Bitcoin, Ethereum und potenziell andere Blue Chips werden beispielsweise auf Plattformen wie Aave hinterlegt. Dagegen wird dann Kredit aufgenommen, der wieder mit einem Hebel entsteht. Und so kann man quasi seine Blue Chips hebeln, natürlich immer mit dem Risiko, liquidiert zu werden. Deswegen nur auch ein relativ kleiner Anteil. Und der kleinste Anteil wird in Trading Boards bzw. in High-Risk Plays fließen. Und diese vier Teile zusammen, also alle Assets, die Sie hiermit kaufen, werden dann das Accru-Portfolio darstellen, an dem man mit dem Halten des Tokens, den man hier jetzt im Public Sale mit der Whitelist erwerben kann. Wie funktioniert das Ganze? Erstmal vielleicht noch ganz kurz auf die Lotterie eingegangen. Der Sale findet am 28. bzw. in der Nacht von 28. auf 29. statt um 2 Uhr. Aber ich denke, dass man nicht pünktlich sein muss. Also das Ganze kann man morgens immer noch kaufen. Und für diesen Sale braucht man eine Whitelist. Dadurch, dass ich schon länger mit Dan in Kontakt bin, habe ich 5 Whitelist-Spots abzugeben. Hierfür bitte jetzt ganz genau zuhören. Erstens unten in die Kommentare einfach schreiben, dass ihr einen Whitelist-Spot haben wollt und warum, weil ihr das Projekt toll findet oder warum auch immer. Anschließend werde ich dann drunter kommentieren bzw. eurem Kommentar antworten, passt, du bist dabei. Und anschließend schickt ihr mir dann bitte eure Wallet-Adresse per Privatnachricht, entweder auf Telegram, Twitter oder Discord, damit ich diese an Dan, dem Projektleader, weitergeben kann. Das Attraktive an diesem Sale zusätzlich noch ist nämlich beispielsweise, dass man, wenn man eine Whitelist hat und sich dann in den Sale eingekauft hat, man automatisch für diese Lotterie-Tickets qualifiziert ist. Wenn man bis zu 500 US-Dollar einzahlt, kriegt man ein Ticket. Und je mehr man einzahlt, desto höher ist natürlich dann auch die Chance,
zu gewinnen. Wie das Ganze abläuft, findet ihr hier in deren Discord-Announcement. Ansonsten, sie haben auch noch eine Telegram-Gruppe, wer sich dort wohler fühlt, auch natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn Fragen entstehen sollten, einfach unter dieses Video oder einfach deren Socials joinen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ansonsten, wenn ihr keine zukünftigen Videos, die ich täglich auf diesem Kanal hochlade, verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.